Hallo, liebe Leute da draußen, heute werde ich mich wieder in die Gefilde wagen und Minecraft starten. Das wird einfach nur krass und krank. Minecraft, Junge, Minecraft, das ist Minecraft. Ich habe ewig kein Minecraft mehr gespielt oder gestartet und dass ich auf den Gommi-Server heute joine, ist, das ist kein Witz, das erste Mal in 2020. Ich habe noch nicht einmal in diesem Jahr auf dem Gommi-Server vorbeigeschaut. Und das gucke ich jetzt. Schaut euch das mal an. Wow, 5 Freundschaftsanfragen. Ich hab, Leute, wollen mein Freund sein? Wie lange? Das hätte ich nicht gedacht. Leute. Oh, riecht ihr das? Oh, es riecht nach Gommi, Alter. Community. Ewig nicht. Gibt es irgendwas Neues auf dem Server? Es muss doch was Neues geben. Ich habe das erste Mal Minecraft in 2020 für mich auf dem Gommi. Da muss doch was Krasses geben. Alter, ich habe eine Hexe, das Hexenkit für SW, Sturmwind. So, gibt's irgendwas Neues hier? Speed UAC, TTD, Jump League, City Build. Kennt man City Build? Ist, glaube ich. Habe ich. Nee, City Build, keine Ahnung, aber das ist nicht mein Ding. Ne? Bed Wars, Sky Wars, Ender Games, Gun Game, FFA, Game 1 Kit, Master Builders. Es gibt nichts Neues. Ich dachte, es gibt mittlerweile irgendwas Neues hier. Ja gut, dann sehen wir uns 2021. Junge, es muss doch irgendwas. Moment, Leute. Es muss doch. Das kann nicht sein. Es muss doch was Neues. Gomma HD Twitter. Es muss doch was Neues geben. So, da gibt es doch immer die neuesten News. Auf dem Gomma HD Twitter-Account. Herzlichen Glückwunsch. Hier. Monday Giveaway. Oh, wieder verpasst, Junge. Ich hätte so gern gewonnen. Ehrlich. Aha. Leute. Aha. Ender Games Update. Heute releasen wir für euch ein riesiges Ender Games Update. Kit. Wurde überarbeitet, Map-Änderungen, neue Kits, was? Okay, was gab's noch irgendwie? Es geht in die heiße Phase, wahrscheinlich Werbung für Ender Games, Update. 1 gegen 1, wer interessiert denn 1 gegen 1, Leute? Ne, Bed Wars größer als alles. Cookies Map, Cookies habe ich auch nicht, also Cookies habe ich, glaube ich, noch nie richtig gespielt. Habe ich auch, glaube ich, bin dafür auch zu dumm. Neue Kits, LOL, Voodoo, neuer Spawn. Anpassung der Kisteninhalte. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie das normale Ender Games noch funktioniert. Also, no hate, aber ich habe das vollkommen vergessen, Mann. Also halten wir fest, ja. Das Neueste dieses Jahr für 2020, wo ich jetzt hier auf dem Server bin, ist Ender Games Update und 1 gegen 1. Ne? So, wir gehen mal in Community 2 statt Community 1. Community 2 ist, das sind die Iren. In Community 2 sind die Iren-Member. Casino. Weil hoffentlich gibt es dann da irgendwas zu gewinnen. Discord, Twitter, ist nur Werbung? Wo ist das Casino? Ich will meine Glücksspielsucht machen. Was? Geheimhaltungsstufe? Nix hier. Junge, Mann, ich erinnere mich noch ganz genau, wo wir damals auch manchmal auf dieser blöden Bühne standen mit Gommel und Simon und Tuttle und... Ah, damals war ich noch... Da war ich noch cool. Teamhouse, Skyjump. Wo ist das verdammte? Ich will Glücksspiel betreiben. Hallo, wie geht's euch? Ich kann nicht mehr schreiben. Wie geht's euch? Da muss man ja mal fragen. Gut, gut. Ja, das ist schön, das ist schön. Freut mich. Hab gehört, Community 2 sind Ehrenmember. Ja, lol. Mori, hast du abgenommen? Ja, sicher. Ja, sichi. Locker eine Tonne habe ich abgenommen, Bruder. Lost, wer Community 2? Mr. Jotoba. Ich habe geschrieben, ich gehe jetzt Minecraft spielen. Mr. Morgan und du Bed Wars Banger. Junge, Legende, wer noch die Bed Wars Banger kennt. Kuss auf eure Nuss, Leute. Kuss auf eure Nuss. Grüße gehen raus. Ne? Grüße gehen raus. An euch. Tschüss, meine Süßen. Ender Games. Da hast du gerade ein Lobby offen. Was nimmt man denn da jetzt für ein Kit? Was ist denn neu? Voodoo. LOL, Alter. Wie viel Text ist da? Bin ich jetzt hier, mache ich hier Studium oder was? Ja gut, bevor ich fertig gelesen habe, was war nochmal das Deep Kit? Das Kit Deep. Ich hab... Junge, ey. Habe ich irgendeine Ahnung, was ich hier tue? Nein. Das war meine erste Runde dieses Jahr. Wow, da habe ich erschrocken. Voll vergessen, dass das passiert. Junge. 5, 4. Es geht los, Leute. Ich bin so aufgeregt, ich krieg ein Kind. Junge, da waren... Ah, ich hab Dieb. Der snackt sich alles instant, oder? Der Dieb, der snackt sich immer alles aus der Truhe direkt, oder? Irgendwie sowas war das doch, ne?
Ich habe keine Ahnung, was mache ich hier? Ich muss selber bauen. War das nicht sowas? Ich hab einen Rucksack. Es gibt Rucksäcke, Mann. Oh, da sind noch Truhen hier. Da ist eine Truhe. Hup, hup, hup. Ah, er nimmt das echt automatisch. Leute, ich wieder alles vergessen. Da oben ist noch eine Truhe. Komm, gib mir mal Dias hier oder so. Ja, nee, danke, dann nicht. So, ich mache mir jetzt ein nices Eisenschwert. Müssen wir aufpassen. So, ich habe ein Eisenschwert. So, jetzt Schuhe. Nee, doch, hä? Schuhe, doch. Ich wollte schon sagen, so geht doch Schuhe, oder nicht? Mach mir einen Helm, weil Schutz vor Schlingen auf dem Kopf ist wichtig. Er hat einfach ein Dias-Schwert, Leute. Er hat einfach ein Dias-Schwert. Der hackt. Den habe ich besiegt. Der hackt. Junge, wie funktioniert das Spiel nochmal? Also, ich bin richtig verwirrt. Erstens bei Ender Games. Ich habe da so gerade noch so ein Schwert gebastelt. Da kommt da so ein Typ erstmal mit Eisen-Dia-Sachen. Ich nehme das Enderman-Kit. Ich habe mir das jetzt mal durchgelesen. Ich glaube, das ist am solidesten für mich als totaler Vollidiot. Oh lol, in der Mitte sind Truhen und hinter uns auch? Jetzt bin ich richtig verwirrt. So, dann muss ich. Wir konzentrieren uns auf die hinter uns, Leute. 3, 5, 4, 3. Wir schaffen das. Bei der Macht. Geil. Geilo. So, jetzt abhauen. Ich habe wieder mal nichts bekommen, Gutes. Hey, hey. So, jetzt habe ich einen Lava-Eimer. Ich kann ja mal die Schuhe anziehen. Da habe ich diese Lederschuhe an hier. So, gib mir mal was. Oh. Leute, damit habe ich das Dias-Schwert. Schaut. Hup. Ha. Ich habe ein Dias-Schwert. Jetzt bin ich der Beste. Jetzt bin ich einfach der Krasseste. Ich habe gerade Angst. Ich glaube, neben mir ist irgendwo ein Spieler. Da ist ein Spieler. Aber ich habe ja meine Enderschmerlenperlen hier. Junge, ey. Dich mache ich alle. Du wirst mein erstes Opfer sein. Mein allererstes Opfer in Ender Games seit langer Zeit. Ja, da ist die Border, Junge. Ja, ja. Junge, bist du irgendwie... Oh, was ist passiert? Ist er weg? Ist er tot? Hä, was war das denn für ein Lag? Junge, du entkommst mir nicht. Der ist einfach verschwunden. Was war das? Ich war gerade voll schockiert. So. Auch weg mit dir. Habe ich jetzt irgendwas, um mich zu heilen eigentlich? Wie heile ich mich nochmal? Einfach voll essen, oder nicht? Leute. Komplett lost. Aber komplett. So, Heiltränke. Wenigstens ein bisschen Rüstung. Ah, ich kann mir Dings machen. Ihr wisst schon, dieses Eisenbrust. Und eine Hose. Und muss man nicht auch aufpassen, wenn man manchmal random mit wem getauscht wird? Ich wollte es in dem Moment sagen. Ich wollte gerade sagen, ja, muss man nicht aufpassen, dass man manchmal random nicht mit irgendwem getauscht wird und deine Sachen dann weg sind und so. Zack, getauscht. Ey, das ist doch Timing on point, würde ich sagen. So. Was haben wir hier? Wurf meine Schnelligkeit. Da bin ich schneller. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Lief super. Das war sehr gut. Junge, ich kann ja gar nichts mehr. Wie lost war ich denn? Komplett so. Da kommt der Typ mal. Und ich bin weg. Also ich muss sagen, das Ender Games Update gefällt mir nicht. Ich habe noch nicht gewonnen. Aber Ender Games war auch noch nie mein Spiel, ne? Ich habe so selten Ender Games gespielt, weil mich das immer eigentlich genervt hat. So. Nix bekommen. So lobe ich mir das. So. Einfach rüber. Da ist eine Truhe. Ich kann die irgendwie aber auch auf 15 Meter öffnen, angeblich, ne? Wo kann ich die denn bitte auf 15 Meter öffnen? Bin ich doof, ey? Muss ich irgendwie einen speziellen... Ich öffne die jetzt über 500 Meter Taste drücken. In der Beschreibung stand doch ganz klar... Hey, Brudi. Du kannst Endertruhen über 15 Meter öffnen. Aber kann ich gar nicht. Oder ich bin zu doof dafür. Ich drücke vielleicht den falschen Knopf. Da ist ein Typ. Er ist weg. Hä? Was ist geschehen? Hä? Werde ich verrückt? Leute, was war das denn? Ich schlag ihn und er... Flupp. Er ist weg. Also jetzt bin ich verwirrt. Also jetzt bin ich verwirrt. Muss darüber.
So, gib mir mal bitte. Oh, da ist ein Typ mit einer Eisenbrust. Geh weg, Junge. Hab ich Eisenbrust oder so? Nein. Hab ich überhaupt irgendwas? Nein. Da ist einfach ein Spieler. Da kämpfen welche. Auf Leben und Tod. Haha, mein Zeug. Oh, da ist ein Diamant. Oh, komm ich nicht ran. Leute, Konzentration ist am Start. So, dir Schwert. Ah, so krasse Sachen. Ich habe ein bisschen Eisen. Ich hätte gerne das Gold. Gib mir mal das Gold. Junge, wo kommst du denn jetzt her? Man kann auch gar nichts machen. Da habe ich dieses Jahr noch nicht einmal Minecraft Multiplayer hier gespielt. Nichts. Muss man mich mal wieder für so einen Kurs anmelden. Bei Basti GHG oder so. How to nicht scheiße in Minecraft. So, letzte Runde für mich. So, jetzt probier's noch mal. Aber was ist das für ein weirder Spawn? Was ist hier passiert? WTF? Ja, ich frage mich auch den ganzen Tag. Also, komplett verwirrt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin genauso verwirrt wie du, Junge. Schöne Milch. Krieg ich jetzt irgendwas? Nein. Bisschen Eisen. Danke für nichts, Mann. Aber weißt du, andere kriegen irgendwie gefühlt immer alles so. Und ich habe es jetzt gerade mal geschafft, mir ein Schwert zu bauen. Wo willst du denn hin? Was sollte das denn? Haut der hier ab? Nee. Das ist doch, so geht das nicht. Was bist du für ein Typ hier? Was ist das? Komplett verrückt. Locker ist er das. Ich weiß es nicht. So, den mache ich alle jetzt. Push mich. Dann halt nicht. Was ist hier los? Du solltest mich doch pushen, Junge. Yo. Ja, bye. Da hinten ist ein Typ. Den will ich mir jetzt snacken. Ja, wir haben was abgestaubt. So lobe ich mir das. War da irgendwas bei, was ich brauchen könnte? Goldschuhe? Ich hab ein Dierschwert. Muss man mal schicken, ne? Was man jetzt damit machen kann, Feines. Besseren Helm, glaube ich. Ja, nice. Dann eine super tolle Hose. Ja, nice. Immer bin ich nicht mehr nackt. Ich habe mal ein bisschen Ausrüstung bekommen. Ich habe 2 Kills. Ich verzauber jetzt mein Schwert mit Schärfe. Da kann man nicht meckern. Nee. Da oben ist ein Dude. Hab ich dich. So. Dann machen wir jetzt einfach mal das Upgrade. Dierschuhe. Was will man denn mehr als Diamantenschuhe? Wow. Oh, was ist jetzt passiert? Hä? War hier noch ein Spieler vor mir? Ist der hier gestorben? Der ist ja komplett... Der ist einfach... Der wurde einfach gelöscht? Keine Ahnung. Leute, die Taktik, der wird gleich bestimmt getauscht. Und dann greifen wir an. Dann fällt die Person hier runter. Oder auch nicht. Was ist denn los mit dem? Er baut einfach noch einen Turm. Dann soll mal aufhören damit. Er ist, glaube ich, gestorben, oder? Da, dich krieg ich. Oh, hua. Nicht mit mir, Leute. Nicht mit Commander Muri. Wo bin ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. 310 Blöcke. 4 Kills und es lebt nur noch ein Dude. Das ist doch mal positiv. Ein Todesmatch. Die Grenze der Map schrumpft. Ja, nee. Möchte ich nicht. Keine Ahnung, was passiert ist. What the fuck, Alter? WTF? Da habe ich mal irgendwie ist bis zu dem Deathmatch geschafft. Und dann kommt da ein Typ. Diamantenrüstung. So schnell wie Sonic, Junge. Ja. Keine Ahnung, was soll man denn da machen als Vollidiot? Ja, schreibt billiges Quack, schreibt Penner.
Ja? Mal vielleicht die Nudeln oder so. Ich weiß es nicht. Das erste Mal wieder auf dem Gombe dieses Jahr, ja? Nichts geschissen bekommen, aber was soll's? Man ist irgendwann natürlich nicht mehr im Minecraft-Game drinne. Trotzdem fand ich, ist es solide gewesen und okay. Da kann man nicht meckern. Aber die gegen die ganzen neuen, vercrackten hier Superspieler, was soll man denn da machen? Bin mittlerweile Minecraft-Rentner einfach. How to Bed Wars, du hast gewonnen, How to Bed Wars. Ja, ich weiß, wie Bed Wars geht, ich brauche noch keine Anleitung. Coins 666 gewonnen, ja, so lobe ich mir das. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Lasst gefälligst ein Like da und einen Kommentar, ja? Ist das zu viel verlangt? Nein.